Hey! Me smile! Hallo liebe Grinsekatzen, willkommen zu einem Spiel, das wird euch präsentiert von Pixar und Disney. Und das bedeutet nur eins, es ist Endzeit, denn jetzt kommt's! Disney Pixar präsentiert den Film Wall-E. Ja, und wie immer haben wir hier natürlich kein Spiel, sonst hätte ich gleich einen Copyright-Claim, sondern wir haben ein Videospiel auf der vermeintlich besten Konsole der Welt, ein Lernabenteuer mit dem Lieblingsroboter aller Kinder, und das ist Wall-E. Er hatte damals einen Hype, vielleicht erinnert ihr euch noch, ja, heutzutage würde ich ihn eher im Dschungelcamp sehen, aber naja. Dschungelcamp, das passt ja ganz gut, das braucht ja auch so einen dringenden Bildungsauftrag, und insofern kommt GTR dieser Sache natürlich gerne nach und startet ein neues Lernabenteuer, ein Abenteuerspiel, und startet ein neues Spiel in der Schwierigkeitsstufe leicht, denn wir wissen alle, würde ich schwer nehmen, das wäre Demon's Souls Niveau, und ich nehme natürlich immer leicht, denn das ist nur Dark Souls Niveau, also insofern machen wir es uns mal ernst einfach, wählen einen Spieler und legen los. Wird die Erde voller Müll sein und die Menschheit wird den Planeten verlassen haben. Danke, Thomas. Menschen werden auf riesigen Raumschiffen leben. Wall-E ist der letzte Roboter auf der Erde. Er arbeitet jeden Tag, um die Erde aufzuräumen. So, ja, er arbeitet jeden Tag, um die Erde aufzuräumen. Wir wissen ja schon, woher das kommt. Achte auf Hindernisse. Ja. Bist du bereit? Oh, habt ihr das gerade gehört? Der Sound, den haben sie von StarCraft geklaut. Eindeutig. So, wollen wir mal gucken? Ja, und wie ihr seht, gleiches Motiv wie bei Thomas der Lokomotive. Irgendwelche verrückten Briten haben sich hier entsprechend, die haben Earthsit oder sowas gemacht und verstecken sich immer noch in den Haufen und werfen da mit ihren Sachen um sich. Ah ja, typisch Briten. Jetzt haben sie wirklich nichts mehr. So, okay, dann wollen wir mal hier mit Wall-E auf die Reise, der sich an einer Ecke festgeklippt hat, aber das soll mich nicht stören. So, heute wird der Joystick über alle Gebühren beansprucht. Oh, hier schon wieder. Ich will's versuchen. So, okay, das hätten wir ganz gut geschafft. Ja, ich würde sagen, also die Straße sieht doch besser aus als so manche Straße in, sagen wir mal, Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen. So. Also insofern geht das noch. Also so für deutsche Verhältnisse wäre das noch eine ganz okayige Straße. Manch Autobahn sieht schlimmer aus. So. Aber ich will mich ja nicht beklagen. Ich verbann. ja. So. Also, okay, wir haben hier so ein paar Sachen zusammengeräumt und haben hier schon den ersten Screen weggeräumt. So, was ist das hier? Müll zu sammeln und zu Würfeln zu pressen. Platziere die Würfel auf dem Müllberg mit der richtigen Farbe. Alles klar, jetzt wissen wir, wo die Minecraft-Würfel herkommen. Das hier sieht doch aus wie Redstone. Ich mach mal einen Würfel Redstone schnell. So, zack. So, und Blue und Yellowstone. Also das Gelbe ist ja Sand und das Blaue ist irgendwie so ein... Naja, Wasserblöcke gibt's ja jetzt nicht so richtig bei Minecraft. So. Aber... Ja, ich mach das schon. Ich mach das schon. So. Und dann wollen wir mal hier den Minecraft-Simulator entsprechend bedienen. Jawohl. Nur auf der besten Konsole der Welt. So. Und jetzt nach da oben, das gelbe Häufchen. So. Ein Häufchen Asche. Ein Häufchen FTP. So. Jetzt praktisch gepresst zu einem gelben Sandblock oder so für das Minecraft-Universum. Ach ja. So, dann fahren wir mal hier noch ums Eck. Jawohl, ganz keck. Und werfen das hin. So macht das Sinn. Oh Mann. Einen anderen Bereich sauber zu machen. Ja, mach ich doch, mach ich doch. Ich muss nur erstmal hier mit der Steuerung klarkommen. Die ist nämlich nicht so gut. Also die könnte noch ein bisschen flüssiger sein. Sie ist doch etwas sehr steif. Ja, steif, das trifft es wohl. So, aber ich bin da mal gar nicht so... Oh, Moment mal, Steinhaufen. Ah, zum Glück... Wirft er das nur in diese Richtung? Er kam auf mich zu. Nein. So. Aber ganz ehrlich, das sieht hier auch so ein bisschen aus wie so eine StarCraft-Welt. Könnte doch echt sein. Hä, hey, wo? Ich denke immer, die fahren irgendwo woanders. Und ich kann hier nicht zurück? Alter, das ist wie damals hier. NES kennst du ja sicherlich noch, ne? Meine Güte, wie bei Super Mario Bros. 1, da konnte man dann auch nicht zurück. Bei 2 konnte man dann zurück, bei 3 auch, ja? Ja, doch. Du hast einen
Da hatte man ja noch nette Secrets. Ach ja, ich erinnere mich heute noch an diese glorreiche Zeit. So. Und damals hat man das noch alles ohne Internethilfe gefunden. Naja, nicht alles, aber vieles. So, und nun geht es weiter hier durch die blanke Servicewüste Großbritannien. Ehrlich gesagt, man weiß gar nicht mehr, welches Land hinter dieser Wüste steckt. Ist es die Servicewüste Deutschland oder ist es das, was Thomas die Lokomotive hinterlassen hat? Oh Mann. Ja, ja. Also das Mine mit und das mit dem Mine und der Blockchain hatte ich mir aber irgendwie anders vorgestellt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ach ja, ich hole jetzt alle Blockwitze hier einfach mal raus, die ich hier so im Petto habe und keine Sorge, das war mein einziger, der mir jetzt spontan eingefallen ist. Und insofern, ja, stapel ich hier nochmal. Das stimmt. Sehr schön. Aber jetzt hört doch mal euch die Musik an. Hört sich doch an, als würde irgendwie ein betrunkener Affe auf dem Keyboard irgendwie da rumklimpern. Naja, also so richtig melodisch ist das Ganze nicht. Das kann mir keiner sagen. Das kriege ich zur Not auch noch hin. Ich würde sogar noch eine schöne Melodei in Form von Alle meine Entchen noch hinkriegen. Gut gemacht. So. Hier ist dein Punktestand. Aber ich will ja nicht meckern. Etwas für Wallys Sammlung gefunden. Genau. Der erste Arbeitstag, der ist soweit eines fertig. Tages, während Wally gerade arbeitet, landet ein Erkundungsschiff auf der Erde. Das ist aber schön. Der schlanke, blendend weiße Roboter Eve schwirrt herum, um etwas zu finden. Als Wally Eve eine Pflanze zeigt, schnappt sie sich diese und schaltet sich aus. Na, das guck einer an. Das Erkundungsschiff kommt, um Eve zurück zur Axiom zu bringen, dem Raumschiff, auf welchem die Menschen leben. Wally hängt sich an das Erkundungsschiff und fliegt so durch den Weltraum. Tja, ich würde sagen, das ist doch eine nette Geschichte und ich hoffe, ihr seid immer noch dran bei diesem tollen Film. So, und weiter geht's. Sich durch die Axiom zu bewegen, um Eve zu finden. Alles klar. Weiche den Lichtern der Stewards, das sind die Wächterroboter und der Überwachungskameras aus. Bist du bereit? Okay. Los geht's. Der StarCraft-Simulator. Von einer Seite zur anderen, um Wally schneller laufen zu lassen. Boah, der muss mal wieder geölt werden. Oh, wenn ich okay drücke. Ach, guckt mal. Da würde hier zu einer Kiste, also das ist nicht nur der Minecraft-Simulator, sondern auch der Metal Gear-Simulator. Der Metal Gear-Minecraft-Simulator. Und jetzt durch! So, also wenn man den Stick dann ordentlich hin und her walkt, dann hat man hier eine Chance, entsprechend durchzukommen. Uah. Hau ab! Verschwinde! Du Ratte. Also, es klingt, als würde der immer mit angezogener Bremse oder sowas fahren. Drücke die OK-Taste. Hehehehe. Und weiter, und weiter, und weiter. Ja! So, durch. Oh, so langsam wird mein Arm auch ganz gut warm. Also, ich würde sagen, Wally am Arm zu spielen ist eine nette Alternativübung zum sonstigen Training. So, und weiter geht's hier. So, was ist jetzt angesagt? Die richtige Form finden. Ich würde mal sagen, ich drücke mal hier die tolle grüne Taste auf den Controller. Jawohl, und die ist richtig. Prima, 520 Punkte. Da kann ich mir was verkaufen. So, dann wollen wir mal hier noch ein bisschen weiter. Ja, ich bin bereit. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also bei diesem Spiel, da wird dir warm, weil du musst den Stick hin und her hauen und ich bin echt gespannt nach diesen ganzen Let's Plays, wie lange meine V-Smile hält. Ich meine, ich gehe damit noch relativ sorgsam um. Ich habe ja, sage ich mal, feinfühlige Gliedmaßen entwickelt über die Laufe der Jahre. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das hier so weitergeht, du, dann sehe ich für meine V-Smile, ich wollte schon sagen, für meine Wii U, für meine V-Smile schwarz. So, und ich glaube, irgendwann muss ich auch nochmal meine Wii U anpacken, denn da habe ich auch noch einige sehr pädagogisch interessante Spiele. So, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich möchte wirklich in Zukunft mehr pädagogischen Content liefern und, Achso, die blinkt noch so ein bisschen nach. Ich fahre einfach mal durch.
So, hätten wir das? Die passende Form, damit Wally weiterlaufen kann. Drücke die farbigen Tasten, um die richtige Form zu wählen. Jo, ich würde mal sagen, ich drücke mal hier die rote Taste. Ja, das stimmt. Ja, habe ich gut gemacht, was? Ja, also ich bin gerade am Überlegen, was ich jetzt pädagogisch gelernt habe. Ich habe Formen... Sehr gut. Glückwunsch, das ist der neue Höchstpunktestand. Alles klar. Aber ich frage mich echt, was ich jetzt pädagogisch dabei gelernt habe. Das muss ich mich ja immer fragen, bei jedem Spiel. Also lasst mich mal überlegen. Ich habe Hindernisse umfahren. Ich habe bestimmte Gegenstände eingesammelt. Also so Hand-Augen-Koordination. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe den Stick hin und her geschüttelt, sodass ich so langsam hier so einen Tennisarm kriege. Ja, aber so richtig pädagogisch ist das nicht, ne? Als Wally sieht, dass Gofor die Pflanze in eine Rettungskapsel bringt, rennt er los, um die Pflanze Eve zurückzubringen. In der Rettungskapsel versucht Wally, den richtigen Knopf zu finden, der verhindert, dass die Kapsel in den Weltraum geschossen wird. Leider drückt er auf die falsche Taste und leitet die Selbstzerstörung ein. Nachdem er glücklich entkommen ist, bevor sich die Kapsel zerstört hat, macht er sich auf die Suche nach Eve. So, doch diese Suche, die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt, wir spielen mal wieder auf der besten Konsole der Welt. Und ich finde einfach mal, drücke die OK-Taste, diese Musik im Hintergrund ist teilweise auch cool. Also diese Musik, die gerade im Hintergrund läuft, ist richtig cool. Die erinnert mich so ein bisschen an Kraftwerk. Aber nächstes Mal geht es storygeladen weiter, wenn es wieder heißt, wir zerstören uns selbst mit Wally. Naja, mal gucken, was wir dann lernen werden. Also insofern wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich sage, ciao!